Hallo und herzlich willkommen, hier ist HafenTV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der König der Löwen ist ein Hamburger und das mittlerweile seit über einem Jahrzehnt. Das Musical König der Löwen schlägt wirklich alle Zuschauerrekorde. Insgesamt über 9 Millionen Zuschauer haben hier im HafenTheater das Erfolgsmusical gesehen und wir tauchen heute ab in die Welt des Musicals und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Bereits mit mehr als 70 internationalen Preisen ist das Musical Der König der Löwen ausgezeichnet worden. 8 Vorstellungen pro Woche werden in dem Theater im Hafen gezeigt. Und genau dieses Hafenflair macht den Musicalbesuch zu einem ganz besonderen Erlebnis. Der König der Löwen erzählt die Geschichte vom ewigen Kreislauf des Lebens, von Glück, Liebe und Verantwortung. Der junge Löwe Simba muss seinen Weg zum Erwachsenwerden finden, um gut vorbereitet den Platz als König einnehmen zu können. Einige Stunden vor der Show, Joachim Benoit, einer der Hauptdarsteller, betritt den Mitarbeitereingang des Theaters. Schon seit längerer Zeit ist der gebürtige Rheinland-Pfälzer mit Hamburg verbunden. Mitte der 1990er Jahre wurde er an der Stage School of Music zum Musical-Darsteller ausgebildet. Und wie fast vor jeder Vorstellung geht es gleich noch einmal schnell zur individuellen Probe. Sind wir noch in der Zeit? Ja, ich glaube, wir sind noch ganz gut in der Zeit. Okay. Ja. Du hast ein tolles Outfit. Was hast du alles dabei? Na, das ist eigentlich nur ein Probe-Outfit, aber es sind schon die Sasu-Schuhe, die in der Show auch getragen werden. Und das ist die Melone und die Handschuhe. Die Melone ist wichtig, wenn man den Vogel auf den Kopf setzt. Und die Technik mit dem Vogel, das werden wir nachher nochmal sehen, ist aber auch eine besondere Herausforderung für deine Rolle, ne? Die ist hochkompliziert, da diese Sasu-Puppe ist die komplexeste Puppe in der Show, die das größte Ausdrucksrepertoire hat, weil Augen, Schnabel, Hals, Flügel, da geht alles, wenn es geht. Mhm. Ne? Und das macht die Puppe, es ist wirklich die komplizierteste Puppe, die in der Show agiert, vom Ausdrucksrepertoire. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie gespannt ich bin. Ich, wie so ein kleiner Junge, echt. Das hast du dich schon mal gesehen? Nee, noch nie. Ach, noch nie. Oh, Maya. Ich hab bisher nur YouTube-Videos gesehen und so weiter. Ja. Und deswegen. Okay, also hier ist die Probenbühne. Da haben wir Platz und da wartet schon die Puppe und mein Chef, Cornelius Baltus, Ladies and Gentlemen. Hi. Cornelius, hi. Moin, moin. Und das ist Toni. Wenn wir Musik brauchen, dann kriegen wir das von Toni. Und hier siehst du, um was es eigentlich geht. Da ist es eigentlich. Ja, ja. Er kann das auch. Und wer ist jetzt eigentlich die Hauptrolle? Bist du das oder ist es die Puppe? Du bist es. Wir beide zusammen. Ja. Das Konzept ist, der Regisseurin, die Puppe und der Schauspieler verschmelzen zu dem Charakter, so wie man es aus dem Film kennt. Mhm. Das ist die Idee. Mhm. Bist du bereit? Ja, ich ziehe das jetzt hier noch an. Ich lasse euch mal alleine. Ja. Ihr könnt das besser. Bevor wir näher auf die Probe mit Joachim Benoit eingehen, zeigen wir, was einige Meter neben dem markanten gelben Theaterzelt entstanden ist. Im Oktober 2011 ließ es sich Bürgermeister Olaf Scholz nicht nehmen, den ersten Spatenstich für das zweite Musicaltheater im Hafen zu setzen. Knapp anderthalb Jahre später, im März 2013, wurde Richtfest gefeiert. Bei einer exklusiven Führung durch das neue Theater zeigt mir Ingo Eggers, Baustellenverantwortlicher von Stage Entertainment, was bereits fertig ist und woran noch bis zur Uraufführung gearbeitet werden muss. So, und welche heiligen Hallen sozusagen betreten wir hier, Herr Eggers? Ja, wir sind hier auf der Bühne, beziehungsweise auf der kleinen Seitenbühne. Das Haus hat 3 Bühnen, eine kleine Seitenbühne, eine große Seitenbühne auf der anderen Seite und die Hauptbühne. Wir sind hier mit der Unterbühne. Das heißt, der Stahlbau in der Unterbühne fehlt noch, weil der erst mit der Produktion, mit dem Einbau von dem Wunder von Bern passiert. Wie viele Zuschauer werden am Ende hier Platz finden? Der Zuschauerraum hat Platz für 1850 Gäste. Und den können wir uns drüben angucken? Da gucken wir jetzt mal an. Dann machen wir das. Herrlich. Oh, dann müssen wir einmal ein Stück das klettern. Sieht ja richtig nach Baustelle aus, ne? Ist es auch. Ja, ein bisschen Baustelle ist es noch. Wir brauchen allerdings keinen Helm mehr, weil wir keine Arbeiten über Kopf mehr haben. Ja. Ja, wir sind hier im Zuschauerraum.
Aber das ist schon ein tolles Gefühl hier, oder? Ja, es ist erhaben. Ja, fühlt sich gut an. Ja. Genau. Ja, im Moment sind wir gerade dabei, oben die Rangbrüstung einzubauen. Mhm. Und das hier ist das Parkett. Wir haben uns viel Mühe gegeben, das so zu bauen, dass man möglichst nah an der Bühne ist. Ja. Gibt es dann sozusagen Erfahrungswerte, die Sie gesammelt haben, drüben zum Beispiel beim König der Löwen, und sagen, okay, das können wir noch verbessern, optimieren und noch attraktiver für die Zuschauer? Ja, wir haben ja weltweit 30 Theater und daraus haben wir die Erfahrungen eben gesammelt im Laufe der Zeit. Okay. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 10.000 Quadratmetern verteilen sich der Zuschauerraum, die Bühne, das Betriebsgebäude und das Foyer. Ist das hier für Sie der schönste Platz hier oben? Ja, auf jeden Fall. Hier oben in der Mitte im Foyer. Das ist der schönste Platz. Das ist toll. Den Ausblick müssen wir genießen. Das ist doch wirklich herrlich, oder? Wir können ja noch mal ein, zwei Takte zum Musical selbst verlieren. Das Wunder von Bern. Vielleicht können Sie in kurzen Sätzen mal aus Ihrer Perspektive die Geschichte schildern. Das ist eigentlich eine ganz normale Geschichte. Eigentlich eine Vater-Sohn-Geschichte, wie auch im Film. Aber die geht eben ans Herz. Das ist einfach eine schöne, nette Geschichte. Und es ist eben auch eine Form von Theater. Und dafür ist dieses Haus auch gut geeignet, weil man nah dran ist. Und das eben direkt miterleben kann. Mhm. Welche Schnittstellen gibt es eigentlich zur HPA mit diesem Projekt und mit diesem neuen, mit dem Bau dieses neuen Musical-Theaters? Die HPA war eigentlich durchgehend unser Partner. Das heißt, das Grundstück, auf dem wir sind, gehört ja der Stadt, der HPA. Das heißt, wir haben von der HPA gepachtet, haben die Verträge gemacht, wir haben den Bauantrag eingereicht bei der Baubehörde der HPA. Und von daher sind wir durchgehend mit der HPA in Kontakt für dieses Gebäude. Für uns geht der Weg noch ein Stück weiter nach oben, zu einem Platz, der wirklich beneidenswert ist. Und jetzt können wir noch ganz gut zeigen, Eggers, die unmittelbare Nähe zum König der Löwen. Da drüben sehen wir es. Genau, da drüben sehen wir unser Zelt mit dem Skyline-Restaurant davor. Wie wichtig oder wie spannend ist das für ein Musical-Theater, dass man auch die direkte Nähe zum Hafen hat? Wenn wir auch hier rüber blicken auf die Köbrandbrücke, die Kai-Anlagen, die Kräne, das ist schon wirklich besonderes Flair, oder? Ja, das ist für jeden, der hier arbeitet. Allein der Arbeitsweg mit der Fähre ist schon was Besonderes. Und ich glaube, das genießt auch jeder, der hier arbeitet. Und der Hafen ist schon was Besonderes. Und mehr Hamburg geht da nicht, wie man so schön sagt. Richtig, ne, oder? Mehr Hamburg geht nicht. Das ist richtig. Okay. Ja. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! 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 Die Uraufführung des Musicals Das Wunder von Bern ist für November dieses Jahres geplant. Nach unserem kurzen Baustellenrundgang geht's wieder zur Probebühne nebenan. Der künstlerische Leiter Cornelius Baltus und Joachim Benoit mit Zazu sind mit viel Fleiß bei der Probe. Was den gestrigen Abend angeht. Ja, Zazu. Ja, Sie wissen schon, genau. Das unglückselige Zusammentreffen mit diesen ungehobelten Gesellen. Ja, ungehobelten Gesellen. So, pass auf, die really shut. Ungehobelten Gesellen. Richtig, ja. Kennen Zazu. Aber Sie kennen mich ja, Exzellenz. So, ja, richtig. So. Aber richtig, als Schauspieler, relax. Es war nur so, als Sarabi mich bat, den Babysitter zu spielen. No, make him nice. Babysitter. Und ich bin auch unten. Huh? Babysitter. Ja, also beim Baby in die Babysitter zu spielen, wollte ich nicht widersprechen. Schließlich ist sie der Boss. Das heißt, selbstverständlich sind Sie der Big Boss. Sarabi ist doch nicht wütend auf mich, oder doch, Exzellenz? Doch, Sasu. Sie ist außer sich. Ich habe versucht, sie zu besänftigen. Aber sie besteht darauf, dass ich dich fristlos entlasse. Entlassen? Ha! Exzellenz! Es war ein Scherz. Ich bin total beeindruckt und hätte nie gedacht, dass wenn man so lange dabei ist, dass tatsächlich wirklich jeden Tag noch so intensiv geprobt wird. Ja, das ist. Anders geht's nicht, oder? Anders geht's nicht. Ja. Und ich meine, ihr macht es natürlich, das sehen Sie auch, hervorragend. Ja.
Und das Tolle ist auch, dass nach 12 Jahren, dass die Reise mit dieser Puppe doch wieder immer neu anfängt, ja, und auch weiterentwickelt wird. Ich meine, das mache ich, spielt ja 8-mal die Woche, und um ihn auch frisch zu halten als Darsteller, als Schauspieler, gehen wir auch manchmal durch Sache und improvisieren manchmal auch wieder mit der Puppe, ja, und bringen das dann wieder in die Show herein. So, es ist nie hundertprozentig immer das Gleiche. Gleichheit ist Stillstand. Niemand will Stillstand sehen. Ja. Man möchte hier kommen und denken, für mein Geld sehe ich heute Abend ein ganz frisches, frische Show. Ja. Nicht eine Show, die 12 Jahre alt ist. Toll. Und Gott sei Dank, knock on wood, so weit, so gut. Keep it up. Ja, natürlich. Ja. Nachdem ich Zazu selber einmal bedienen durfte und mir Cornelius Baltus einige Tricks zeigte, hallo, hier ist Hafen TV, tickt die Uhr für unseren Hauptdarsteller. Denn Kostüm und Schminke fehlen noch. Die letzten Minuten, quasi Sekunden vor der Show. Genau. Wie sehen die jetzt bei dir aus, bevor es dann gleich reingeht? Auch ich freue mich. Ich bin natürlich konzentriert und fahre jetzt langsam in Showmodus, ja, sozusagen. Und check noch einmal die Puppe, die du vorhin in der Hand hattest. Und dann geht's durch diese Tür und dann geht's los. Und dann geht sie los, die, ja, große Show. Genau. Und das bereits zum 5097. Mal. So lange spielt der Show. Ja, nee, genau. Ich habe nochmal nachgeschaut. Hast du heute gezählt, dann weißt du besser Bescheid, genau, als ich. Wunderbar. Spürst du noch ein bisschen Adrenalin und Nervosität? Das kommt gleich, sobald das Ding anfängt zu rollen. Ja. Dann kommt das. Okay. Ja. So. Wunderbar. Ja. Dann lass mir dich jetzt durch diese Tür. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Dass wir dir über die Schulter schauen durften. Ja. War ein sehr beeindruckender Tag. Schön. Und viel Erfolg. Ja. Bei Show 5097. Gut. Hat Spaß gemacht und. Perfekt. Wir sehen uns. Lass ihn jetzt fliegen. Ne? Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Da geht er dahin. Und das war's. Das war für uns. Das war Hafen TV. Und wir entlassen Sie mit wunderschönen Eindrücken und den Highlight-Bildern vom König der Löwen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.